Storytime haben viele von euch schon die ganze Zeit gewartet. Das glaubt mir halt echt keiner, wenn ich das jemandem erzähle, aber ich schwöre, das ist alles so passiert. Ich glaube selbst kaum, bis ich dort mal war und so Sachen mitbekommen habe. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und frohes neues Jahr. Bei mir ist heute der 31. Dezember. Also wollte ich euch nur einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video an. Ich wurde ja bekannter eigentlich durch meine Videos über das Thema Internat. Also ich habe so ein Auslandsjahr im Internat gemacht in der französischen Schweiz und damals wollte sogar ein Verlag mit mir ein Buch über meine Internatszeit schreiben. Ist nie passiert, sonst wäre es schon draußen. Aber ich habe letzt erst die Liste gefunden mit Stories, die ich in dem Buch erzählt hatte und was mir halt alles passiert ist und so. Also ich war 16, als ich ins Internat gekommen bin und jetzt bin ich 20, also 4 Jahre logischerweise her, aber irgendwie so krass, was ich alles erlebt habe und was da alles passiert ist. Also ich schwöre, es ist alles wahr, was ich hier erzähle. Ich glaube, ich kann es nicht besser erklären, als dass es halt irgendwie so eine andere Welt war, in der ich drin war. Falls euch das Video gefällt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da noch einen zweiten Teil sehen wollt, weil ich habe sehr viel zu erzählen. War 2 Seiten nur vollgeschrieben mit Stichpunkten von irgendwelchen Stories. Ich habe das davor nicht gedreht, weil jetzt wirklich alle Leute, die ich kannte auf dem Internat, mit denen ich befreundet war, nicht mehr zur Schule dort gehen, also jetzt fertig sind und den Abschluss gemacht haben. Und ich kann jetzt mal am Anfang sagen, der Prinz von Saudi-Arabien war einfach auf meinem Internat und ich war auch ganz gut mit dem befreundet, also jetzt nicht total eng, aber schon befreundet so. Ich glaube zumindest, das war Saudi-Arabien oder irgendwo da in der Ecke. Ganz kurz, ich hatte das gerade gegoogelt gehabt und da kam irgendwie eine andere Person raus. Aber dann war der entweder der Sohn von dem oder ein Prinz von irgendwo anders da hinten. Das Internat, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht, ist wirklich so ein elitäres Internat. Auf dem Internat waren nur extrem reiche Leute. Und ich will nur an der Stelle sagen, ich bin mega dankbar, dass meine Eltern mir überhaupt ein Jahr dort ermöglicht haben. Ich wohne halt in so einer Stadt. Mittlerweile habe ich zwar auch ein paar Designertaschen und so, aber vor allem jetzt früher mit 15 oder noch drunter, dass dann nicht wirklich jemand eine Chanel-Tasche hatte oder die krasse Designer-Sachen. Also bei uns früher war es so voll heftig, wenn man dann so Hollister und Abercrombie-Klamotten anhatte in der 6. 7. Klasse. Und das waren die Markenklamotten. Aber dort auf dem Internat war es halt wirklich noch so Next Level. Also dort hat wirklich nur jeder Louis Vuitton, Gucci,
Chanel, Rolex, so Sachen gehabt und ich erzähle euch dann noch mehr zu. Ich will auch von Anfang an so ein bisschen anfangen. Ich fange von vorne an. Ich wollte eigentlich auf dem Internat, damit ich Französisch lerne und damit ich mein Englisch verbessere und damit ich einfach so ein Jahr wegkomme, irgendwie in mein Internat gehe. Das kann man ja nach dem Abi nicht mehr machen, weil dann ist deine Schulzeit vorbei und so eine komplett neue Erfahrung sammeln. Ich habe die Hani und Nani Filme geliebt und irgendwie hat mich das schon immer fasziniert, deswegen wollte ich unbedingt auf ein Internat. Wie gesagt, der Hauptgrund war eigentlich, dass mein Französisch verbessern. Spoiler, weiß nicht, wie viel das gebracht hat. Und wir hatten uns dann an so eine Agentur gewandt und dann kamen halt ein paar Internate in die engere Auswahl. Aber wir haben da mal so eine Rundtour gemacht durch die Schweiz und vor allem durch die französische Schweiz und haben uns dort schöne Internate angeschaut. Ich habe mich halt in ein Internat verliebt und meine Eltern fanden es auch am schönsten und das war halt mit Abstand das teuerste Internat. Aber eigentlich kam es auch gar nicht in Frage, bis wir uns das angeschaut haben und dann haben meine Eltern überlegt, mir das doch zu ermöglichen, dass ich da auf das Internat überhaupt gehen kann. Ich habe früher, ich weiß nicht, mit 15 habe ich das auch gar nicht so realisiert. Mittlerweile wertschätze ich das auf jeden Fall nochmal mehr und auf dem Internat waren eigentlich echt nur Kinder von Leuten, die sehr reich waren, bei denen das eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Also ich meine, ich war nur ein Jahr auf dem Internat, andere waren von der 6. bis zum Abschluss auf dem Internat. Also ist dann schon sehr teuer. Das Internat ist halt auch bekannt, dass man dann auch sehr gute Noten schreibt und man lernt dort halt auch sehr viel und man macht auch sehr viel Sport und das viele Leute, die halt auch dort den Abschluss gemacht haben, wurden dann auch bei sehr guten Universitäten angenommen, also Harvard und keine Ahnung was alles. Ich schweife halt die ganze Zeit ab, aber okay. Das Internat wollte halt auch so exklusiv sein und deswegen gab es auch so einen Aufnahmetest. Den habe ich gemacht, alles auf Französisch. Nur damit ihr ganz kurz Bescheid wisst, es gibt eine internationale Sektion. Da ist alles auf Englisch und man kann sein IB machen, also seinen internationalen Abschluss. Und dann gibt es noch die französische Sektion. Da waren eigentlich auch nur Muttersprachler und ich. Aber deswegen war meine Aufnahmeprüfung auch auf Französisch. Ganz ehrlich, also meinem Jahrgang zumindest haben die, denke ich, alle angenommen, die sich beworben haben. Weil mein Aufnahmetest war grottenschlecht. Ich habe auch nie die Ergebnisse bekommen, aber ich hatte alles auf Französisch, konnte kein Wort Französisch. Ich hatte sogar Mathe auf Französisch und ich bin schon so in Mathe schlecht, aber dann auch auf Französisch. Halleluja! Die haben mich auf jeden Fall irgendwie trotzdem aufgenommen. Was auch voll süß ist, ich hatte dann so eine Abschlussparty. Also das war dann so eine Goodbye-Party und mein 16. Geburtstag zusammen. Zwei Wochen nachdem ich aufs Internat gekommen bin, wurde ich 16, dazu komme ich gleich. Dann hatte ich so eine Party und meine ganze Klasse war da und die war echt voll schön und auch echt groß. Auf jeden Fall bin ich dann mit 15 ins Internat gefahren. Der Abschied war echt voll traurig. Also eine meiner besten Freundinnen war dann auch da und hat mir voll das süße Abschiedsgeschenk gegeben. Und zwar so eine Einschulungstüte mit so einem MP3-Player drin. Sie kann halt voll gut Klavier spielen, da hat sie dann so Twilight-Musik drauf gespielt. Und ich weiß noch, wir sind hier losgefahren. Ich habe so die Kopfhörer reingetan und habe so richtig melodramatisch aufs Fenster geschaut und habe einfach so geheult am Anfang. Man muss auch wissen, auf dem Internat waren 120 verschiedene, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Nationen. Und es war genau eine Deutsche auf dem Internat. Ich habe dann direkt die ganze Zeit mit ihr geschrieben und so und war halt schon froh, dass ich jemanden kannte. Und wir haben dann ausgemacht, dass wir zusammen ins Zimmer gehen. Das heißt, ich wusste dann schon direkt, wer mein Roommate wird. Als wir dann dort angekommen sind, gab es dann so eine Welcome-Party und wir wurden dann von den französischen Lehrern und Lehrerinnen gegrüßt. Meine Eltern können kein Französisch, ich auch nicht. Die hatten mich am Anfang gefragt, wo ich wohne und ich konnte nicht sagen, dass ich aus Deutschland komme. Die meisten in der französischen Sektion haben sich nicht mal bemüht, Englisch zu reden. Auch die Lehrer und Lehrerinnen konnten meistens einfach gar kein Englisch. Und es war für mich halt voll schwer, weil ganz am Anfang gab es dann halt auch so Meetings und so. Und meine Klassenlehrerin mochte mich, glaube ich, auch nicht, aber die konnte auch kein Englisch. Die ist halt nicht mal sicher gegangen, dass ich überhaupt mitbekomme, dass da ein wichtiges Meeting ist an dem Tag oder so. Und dann habe ich die ersten Gruppenversammlungen mit der ganzen Schule verpasst, wo mich dann irgendwie mein Roommate oder so gesucht hatte. Und ich kam zu spät und das ein paar Mal hintereinander zu den ersten Versammlungen. Und das war richtig, richtig peinlich. Oh Mann, ich trippte die ganze Zeit ab. Ich wollte noch sagen, als diese Welcome-Party am ersten Tag dort war, hieß es irgendwann
dass alle Kinder in die Halle gehen sollen. Und auf einmal haben die aber dann die Türen einfach zugemacht. Und dann hieß es so, ja, wir wollen keine Abschiede von den Eltern. Das war es jetzt. Kurz und knapp. Und dann mussten die einfach gehen. Und ich konnte mich auch nicht mehr von meinen Eltern verabschieden. Im Endeffekt war das vielleicht besser so. So war es halt irgendwie kurz und knackig. Und man konnte jetzt nicht so richtig traurig sein. Aber es war irgendwie schon hart. Also ich meine, bei mir geht's noch. Wir kommen ja aus Deutschland. Aber da waren ja auch Chinesen oder Mexikaner oder so da, die dann einfach zurückfliegen, ohne ihrem Kind richtig Tschüss gesagt zu haben. Also, war irgendwie schon heftig, so im Nachhinein. An dem Tag, als der erste Schultag angefangen hatte, war mein Geburtstag, da wurde ich dann 16. Und das Traurige war halt, dass ich da noch nicht so viele Leute kannte. Normalerweise bekommt man halt dann irgendwie einen Kuchen oder man hat auch so Luftballons bekommen oder die Freunde haben einem was geschenkt oder so. Und bei mir wusste es nur mein Roommate. Und irgendwie war es voll traurig, weil ich dann so vergessen wurde. Also man hat halt dann nicht wirklich was zum Geburtstag bekommen oder keiner hat einem gratuliert. Irgendwie war das halt schon so ein bisschen traurig. Ich war halt auch so deprimiert nach meinem ersten Schultag, weil keiner mit mir geredet hat. Die haben sich alle kennengelernt und die dachten sich halt auch so, was macht die hier überhaupt in der französischen Sektion? Und bin dann in der Pause zu mir aufs Zimmer gegangen und habe einfach nur geheult. Ich war so traurig. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, dass es der schlimmste Geburtstag überhaupt war. Und das Lustige ist, in der Pause, in der ich geheult habe, habe ich dann die Josie kennengelernt. Und zwar kannte die mein Roommate und ist in der Pause in unser Zimmer gekommen. Hat mich dann nur so heulen gesehen. Josie war dann meine beste Freundin eigentlich auf dem Internat. Die dachte sich auch nur so, oh Gott, was ist mit der los? Ich kann noch so was Generelles über das Internat erzählen. Und zwar ist es sau schön, weil das Internat ist auf einer Bergspitze. Und das war halt wirklich so ein Mini-Mini-Mini-Dorf. Wir hatten so die krasse Aussicht. Also mein Zimmer war auch richtig schön. Wir hatten so ein Riesenfenster. Das Zimmer war zwar winzig, aber so pretty, also wirklich. Und was wir auch hatten, sind, wie eigentlich bei Harry Potter, so Häuser, in die wir aufgeteilt worden sind. Es gab auch verschiedene Teams, also verschiedene Farben. Ich war in dem Team. Hier steht auch Fettendorf-Farbe drauf. Und hier noch das Logo von unserer Schule. Die Shirts mussten wir dann bei Wettkämpfen und so anhaben. Es war halt auch so ein sportliches Internat, also wir haben echt viel Sport gemacht. Ich glaube, ich war noch nie so sportlich, aber wir hatten halt dann fast jedes Wochenende irgendwelche Wettkämpfe. Es war dann auch so heftig, weil mein Team dann irgendwie nicht so gut war, haben wir eine Nacht im Gefängnis geschlafen. Das hatte ich auch mitgevloggt gehabt mal. In irgendeinem Internatsvlog ist das. Das war im Nachhinein dann so ein Hotel, was davor ein Gefängnis war. Das Gemeine war halt dann, dass das Team, was am besten war, in so einem 4-Sterne-Hotel war. Es war halt schon gut, wenn man gut war und viele Punkte für sein Team gesammelt hat. Aber wir haben halt nicht im Team zusammengewohnt, sondern es gab halt so einen Mädchentrakt und so einen Jungstrakt. Und die Mädchen durften nicht in den Jungstrakt und die Jungs nicht in den Mädchentrakt und so. Also eigentlich genau, wie man sich das vorstellt. Mein Internat erfüllt halt auch echt viele Klischees. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, wir hatten halt auch voll strikte Regeln im Internat. Also es gab Ausgangssperren zu gewissen Zeiten. Wir hatten auch übrigens jeden Samstag Schule. Morgens von 7:30 bis abends um 5. Also heftig. Und was auch noch dazu kam, nach der Schule hatten wir immer so Study Time. Und da mussten wir auch unsere Zimmertür offen lassen, damit unsere Houseparents reinkommen können und das kontrollieren können. Was auch lustig war, mein erstes Roommate und auch mein zweites, die waren eine Klasse über mir. Das heißt, die durften eine Stunde länger wach bleiben als ich. Es hieß dann irgendwie, dass ich, glaube ich, um 9 schlafen gehen sollte und die durften bis 10 wach bleiben. Ich meine, es hat eh nicht funktioniert und ich war dann im Endeffekt trotzdem auch immer wach und so. Und unser WLAN wurde um Punkt 10 Uhr abgestellt, so dass man nicht mal am Handy sein konnte. Das Lustige ist, dass im Endeffekt irgendjemand von uns das WLAN gehackt hatte und dann ging es irgendwie nach einem halben Jahr auch nachts. Was auch heftig war und was ich nie offiziell gesagt habe, ist, dass mein Roommate, ich sag auch nicht warum, das ist echt privat. Es war auch schlimm für mich, weil ich voll gut mit ihr befreundet war. Die wurde vom Internat geschmissen. Ich kann dazu sagen, dass sie
nie auf dem Internat gehen wollte und das mehr so von ihren Eltern aus war. Sie, glaube ich, im Endeffekt happy war, dass sie dann nicht mehr auf dem Internat war. Man muss sich halt auch überlegen, dass es so ein Dorf war und eine andere Freundin von mir oder viele, gerade Mexikanerinnen oder halt auch die Leute, die in anderen gefährlichen Ländern gewohnt haben, die sind nur mit Bodyguard vor die Tür gegangen. Und halt in dem Dorf war nichts, es war so ungefährlich. Und deswegen haben halt auch viele Eltern ihre Kinder dann weggeschickt, damit die irgendwie so sicher sind. Damit die dort vielleicht auch eine normalere Schulzeit erleben und haben. Was auch krass ist und was mir von Anfang an dort gesagt worden ist, dass auch manche Kinder von berühmten Personen auf das Internat gehen und dann einen Decknamen haben. So, dass keiner weiß, dass sie berühmte Eltern haben oder so. Ich glaube nicht, dass es so bekannte Leute waren, die ich so persönlich kennen würde oder so. Vielleicht waren das auch gerade berühmte Personen dann irgendwie in Mexiko oder in Russland oder so. Ein Mexikaner, der auch mega nett war, aber das kam auch raus, ist der Sohn von so einem richtig bekannten mexikanischen Sänger. Also der hatte dann 5 Millionen Abonnenten auf Instagram, der Vater. Und so Leute waren dort auch. Ich habe noch so viele Stories, aber das Video wird einfach zu lang. Falls ihr ein Part 2 haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich das auf jeden Fall. Jetzt wisst ihr einfach nur ungefähr schon mal so das Grobe vom Internat und so. Dann kann ich nächstes Mal mehr Stories erzählen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Du kannst mir gerne auf Instagram folgen, würde mich voll freuen. Krass, wie lange ich einfach geredet habe.